So, herzlich willkommen zurück, Leute, zu Dragon Ball Xenoverse. Und ihr seht, ich habe neue Klamotten an. Ich möchte das Ganze auch nur kurz mal auf dem aktuellen Stand halten, denn ich musste ein bisschen weiterspielen. Ein bisschen nur, ist gar nichts verpasst eigentlich. Wir werden es auch jetzt nachholen, weil ich die Online-Lobby mal testen wollte, die ja grundsätzlich down ist. Das Einzige, was wir neu haben, ist, dass Krillin unser Meister ist. Du musst einen Finisher machen, unabhängig von der Situation. Du musst jetzt an deine Basis arbeiten. Versuch das, versuch es jetzt mal. Also, es ist einfach nur jemand, der so ein paar Tipps gibt. Und was halt passiert ist, ist, dass der Kaioshin der Zeit uns gesagt hat, dass hier Leute durch die Zeit reisen und halt die Story am Verändern sind. Wir haben hier diese gelben Charaktere, also die mit den gelben Namen, die kann ich anheuern, die hier für mich an meiner Seite mit mir kämpfen. Und wir laufen jetzt noch einmal zurück in diesen Raum, denn da können wir den einen Kampf, den ich gemacht habe, auch einfach wiederholen, so dass ihr nichts verpasst habt. Ich habe noch ein bisschen an meinen Kombos arbeiten müssen, weil ich wollte mal die Online-Lobby testen. Die Anzüge, die ich hier anhabe, ist eigentlich nichts Besonderes. Das ist der Standardanzug gewesen, der Bu-G sozusagen, also das ist das, was wir ja eh anhatten. Und ihr seht aber schon, die goldene Rüstung macht Ausdauer, Grundangriff und Schlag-Superangriff hoch, dafür KI-Explosion runter. Trotzdem habe ich die komplette goldene Rüstung angezogen, weil ich meinen Charakter immer mit KI-Explosion pushe. Somit habe ich überall ein bisschen was. Ansonsten haben wir noch ein paar extra Items, wie die Sonnenbrille, aber die hatte ich ja letztens schon, das ist nur ein Fun-Item. Und habe als Seele, dass wenn ich schwächer werde, mehr Schaden mache. Das ist meine Z-Seele, die ich genommen habe. Aber an sich haben wir ein bisschen die Kombos trainiert. Hier ist auch der Kaioshin der Zeit. Er hat uns halt gesagt, oder sie hat uns halt gesagt, dass es hier zwei Leute gibt, die durch die Zeit reisen, um die Geschichte zu verändern. Wir gehen hier noch einmal hin zurück, denn hier kann man nämlich alles wiederholen lassen. Hier ist nämlich einmal der Kampf gegen Raditz, den haben wir ja schon gemacht. Und der Kampf, also die Rückkehr der Saiyajins. Da müssen wir einmal gegen die Pflanzenmänner kämpfen. Das hatten wir ganz am Anfang, das haben wir gemacht. Und dann machen wir einfach ab hier nochmal Ankunft der Saiyajins, wenn Vegeta und Nappa zum ersten Mal hier Stress machen. Das ist, nachdem wir die Pflanzenmänner besiegt haben. Die Cyberman ist ein coolerer Name. So, Nappa, der macht jetzt hier richtig Action, ja. Verloren haben wir, wenn irgendeiner von unseren Boys stirbt. Das ist kein Problem. Und wir haben hier mal ein bisschen dran gearbeitet. So, Teleport. Hinterher. Updash. Hinterher. Combo. So wird's gemacht. So, 14-Hit-Combo. Schön erweitert und so weiter und so fort. Das ist halt der Trick. So, wir haben dann mal hier erstmal eine Form weitergeschlagen, wenn er ein bisschen AP verliert, kommt dann so eine kleine Zwischensequenzen. Und dann greift das so ein Gohan an und ihr kennt die Szene. Piccolo springt dazwischen. Ja, ne, war ganz akzeptabel. So, jetzt sind wir noch am Start. Und, erstmal hier schauen. Ja, kein Problem. So, jetzt können wir ihn auch von vorne angreifen. Das ist schon mal besser. Teleport. Dash. Updash. Dash. Auf den Boden hauen. Und Energieschuss. Zack. 15-Hit-Kombo. War richtig nice eigentlich. So, man kann auch ein bisschen anders noch Kombo. Nämlich so. Ja, es gibt auch einen Loop. Ich will euch mal einen Loop zeigen in der Kampftechnik. Ist ganz beschissen eigentlich. Warte, ich versuche das mal hinzukriegen. Dafür muss er jetzt einmal landen. Mit dem perfekten Timing kann man das aufrecht halten. Ich hoffe, ich kriege es jetzt einmal hin, um euch nur zu zeigen. Eins, zwei. Ah, jetzt ist er leider gegen den Berg geflogen. Aber machen wir gleich nochmal den nächsten Kampf. Ich will ihn jetzt erstmal einfach verhauen. Oder? Ah, nee. Hätten wir einfach machen müssen. So, jetzt geht er eh schon in die nächste Stance. Aber ansonsten, das Kombo-System ist schon ein bisschen ausgereifter. Hinterher mit den anderen Attacken macht es natürlich noch ein bisschen mehr Sinn. Aber wir konnten hier jetzt schon mal eine 15-Hit-Kombo, eine schöne 15-Hit-Kombo mit Special landen. Mit mehr Chakra hätten wir noch einen super Finisher machen können. Aber dazu später mehr. So, Son Goku ist endlich da. Nappa ist auch schon ein bisschen am Ende, den habe ich nämlich mit meiner glänzenden Rüstung schön verhauen. So, Vegeta kümmert sich ein bisschen um Son Goku, ich muss Nappa erstmal finishen.
Und hier sehen wir doch schon, dass hier irgendwas faul ist an der ganzen Geschichte. Stört uns natürlich nicht weiter. Wir haben unseren Feind, ja. Komm schon. Jetzt können wir ihn wieder von vorne angreifen. Komm schon. Clash. Clash haben wir unentschieden beendet, glaube ich. So, das ist jetzt neu von ihm. Aber da halten wir erstmal locker gegen. Wir müssen jetzt mal ganz kurz auf unsere Energie achten. Er lässt sich nicht so einfach looten, wie ich mir das vorgestellt hätte. Okay, jetzt sind wir dran. Ja, jetzt habe ich leider den Follow-up vergessen. Corner Loops. Okay, den haben wir. So, jetzt müssen wir Vegeta nochmal finden. Da hinten haben wir ihn. Anvisieren. Au. Oh. Achso, er wirft ihn gerade, alles klar. Jetzt müssten wir. Ah, komm! Ja! Guardbreaker. Ich fliege immer um ihn rum, absichtlich. Und jetzt gehen wir hinterher. Hoch. Down Smash. Und wir müssen da ran. Nee, da weiche ich kurz aus. Okay. Nimm das, Vegeta! Meine Z-Seele ist gerade an, ich mache mehr Explosionsschaden. Deswegen. 1, 2, 3. Ah, und da kommt der Guardbreaker. Das ist eine Sache, die kommt von der Story-Änderung. Aber hier haben wir die perfekte Combo hingelegt. Genau das am Ende wollte ich so nochmal haben. Mit Teleport, mit zwei Chakra, beziehungsweise KI-Dashes. Und einem Finisher am Ende. Mir fehlt leider der perfekte Ultimate-Finisher, um es dann noch auf dem Boden noch einen hinzulegen. Galaktikstrahl! No, Son Goku! 10-fach! Nimm mal 4! Ja, deutsche Übersetzung ist natürlich schrecklich. Aber easy. Haben wir natürlich geschafft, Leute. Natürlich. Rang war jetzt natürlich kacke. Haben natürlich ein bisschen was getestet. Die Z-Seele wurde aktiviert, von daher auch nochmal Abzug in der Zehnode. Selbst Piccolo hat einen wilden Kampf gegen Nappa sein Leben verloren. Son Goku tritt endlich ein, aber auch Vegeta ist vom bösen KI gestärkt. Obendrein hat sich Vegeta auch noch in den Werfewand. Das kommt jetzt. Das kennt ihr ja auch. Vegeta erholt sich jetzt sozusagen ganz kurz von dem Kamehameha. Kommt genau jetzt. So. Der gefälschte Vollmond. Und da haben wir Vegeta. Das sehen wir noch, Vegeta. So, gegen einen Wehraffen müssen wir natürlich ein bisschen anders kämpfen. Seine Schwachstelle ist immer noch sein Schwanz. Kennen wir auch aus der Serie, haben sie ja sich ein bisschen dran gehalten natürlich. Und wir müssen erstmal seine Rüstung runterhauen, deswegen einfach los. Und wenn er uns eh gerade so ein bisschen seitlich zusetzt, können wir da auch schön draufhauen. Da gibt's die Oran-Kombo. So.
fuchtelt am Anfang ein bisschen wild um sich. Jetzt müssen wir aufpassen, das kann sehr schnell passieren und da kannst du nichts verhindern. Ist das ja einfach so ein Gohan oder Krillin töte. Das ist einfach, wenn du Pech hast, weil du dir ja nicht dirigieren kannst, geht das ruckzuck. So, aber durch diese Combo am Rücken kriegt er so viel Schaden. So, das hat er gut gemacht, aber wir sind wieder dran. Okay, er macht es nochmal. Aber... Und zack. Ende ist nicht gut. Ich bin tot, oder? Ja. In dem Fall, das ist nämlich diese doofe KI-Explosion, die er da macht, müsste man einfach auf Fernkampf machen. Ich habe jetzt die Cutscene weggeklickt. Ich versuche es auf schnellstmögliche Art und Weise, um den Z-Rang zu kriegen. Darfst du dich genau mit diesen Sachen eigentlich nicht treffen lassen. Muss ihn aber halt auch innerhalb von ein paar Sekunden töten. Das ist nämlich die Mission, die ich halt schon mal gemacht hatte. So, wir versuchen es einfach nochmal. Ah, jetzt kommt er zu mir. Ja. So, hier hinten trifft er mich nämlich so gut wie gar nicht eigentlich. So, Combo und Guard Break. So, jetzt ist er eigentlich down. Jetzt müsste man seinen Schwanz packen. So, den haben wir selber. Und jetzt bin ich ein bisschen rumgedreht und geshakert. So, haben wir ihn auch schön auf den Boden gehauen. Jetzt kommt nämlich die Cutscene. So, Runde 2. So, von hier oben ist nämlich ein bisschen einfacher. So, da weichen wir aus. Und jetzt stand ich dummerweise, und ihr seht, wie schnell das geht. Wer ist gestorben? Ich glaube, es ist von Gohan oder Krillin. Ich bin es diesmal nicht gewesen. Ein falscher Laser und der Kampf ist nämlich zu Ende, weil der tötet nämlich direkt. Und ich stand nämlich gerade hinter Vegeta und habe den Laser abbekommen. Und dann bist du halt direkt einfach mal tot. So, fantastisch natürlich. Obwohl wir am Anfang meiner Meinung nach sehr gute Chancen auf den Z-Rang hatten. So, jetzt kommt der Laser wieder von hinten angreifen. Perfekt. So, das ging rucki zucki. Klatsch macht's. 2-Sekunden-Ding. Und jetzt haut er aus dem Laser raus. Er ist nämlich schon fast am Arsch. So, das ist, wenn du Glück hast. Und er nimmt ihn und Ende. Das wäre, wenn du einfach mal Luck hast in dem Kampf. Eigentlich hat ja Yajirobe den Schwanz abgeschnitten, aber... Nehmen wir das mal als gegeben. Ja, so jetzt halt auch funktionieren können. 30 Sekunden Kampf, wie am Anfang gesagt. Gibt trotzdem nur Rang B. Ja, macht euch mal Gedanken darüber. Fantastisch, also schneller ging es gar nicht. Er hat einfach mal nichts gemacht, der Vegeta. Gut, so und jetzt Vegeta drängt Son Goku mit der furchtbaren Kraft des Wehraffen in die Ecke. Aber Krillin hilft seinem Schwanz abzuschneiden und in eine normale Form zurückzuverwandeln. Nun beginnt der finale Kampf zwischen Son Goku und Vegeta. So, das ist nämlich das letzte. Und danach kam halt der Kaioshin der Zeit. Besiege wir Gegner und wenn unsere TP verbrannt ist, haben wir verloren. Ich hasse diesen KI-Breaker. 1, 2, 3. Scheiße, und da war schon wieder ein Map-Ende. Komm, Block Damage! Ha, hier, nimm das, Vegeta!
Ist ein unblockable Setup gewesen übrigens. Hätte er nichts machen können. Blöde Frame Trap. Schade. Da fehlte wieder der Connect. Steh auf. Haben wir wieder ein paar schöne Kombos hingelegt. Damit wurde Vegeta besiegt. Und ihr kennt das ja, die Kapsel, mit der Vegeta den Planeten verlassen möchte. Ja, da haben wir das Ganze wieder richtig hier in Raum und Zeit gebracht. Vegeta kann fliehen. Wir haben Krillin aufgehalten, ihn zu töten. Ja, Jirobi war leider nicht hier, so wie es eigentlich gewesen sei. Aber das war die Story, die ihr da verpasst habt. So, und an dieser Stelle hier geht es beim nächsten Mal weiter. Dann seht ihr nämlich auch noch die Cutscene mit dem Kaioshin, glaube ich und hoffe ich. Und dann, ja, geht es im nächsten Dragon Ball Part weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und wir sehen uns mit einer kleinen Überraschung in den nächsten Tagen wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.